Hallöchen. Das ist jetzt für die Leute und für die, die es auch interessiert, die den Stream hier gesehen haben. Hier ist ja online. Und da habe ich ein Mainboard gezeigt. Wollte noch mal eine Info geben. Das Board ist wirklich Fritte. Das geht gar nicht mehr. Das macht gar nichts. Ich habe auch eine LED da angeschlossen und ein Pieper. Passiert nichts. Die Power-LED, die leuchtet nicht mal. Die LED ist aber heil. Der fängt auch nicht an zu piepen, wenn kein RAM drin ist und nix. Das Board ist wirklich hinüber. Und das Board, was ich bis dahin in den Rechner hatte, das ist auch hinüber. Das hat einen an der Klatsche. Hier ist mir immer Windows 10 abgestürzt mit Bluescreens ohne Ende. Immer wieder ein anderer Fehler. Mittendrin hat er sich aufgehangen. Denn wenn ich hier, wenn er denn lief und ich habe hier nur einen zweiten Tab aufgemacht, hat er sich gleich aufgehangen. Linux geht auch nicht, genau dasselbe Problem. Ich habe erst gedacht, das wäre die Grafikkarte, bin auf die interne gegangen, genau der gleiche Kram, also war es nicht die Grafikkarte. Und ich habe jetzt meinen alten Rechner rausgekramt, damit ich überhaupt was habe. Und das ist dieser Intel i5. Gefühlt ist der, ja, nicht nur gefühlt, also auch gemessen ist er nur noch halb so schnell. Und Mainboard ist dieses Fujitsu-Gedöns. Das ist ein BTX-Board. Das ist, ja, das ist wirklich, da kann man sagen, Dreck. Ganz ehrlich, also das Board, also zur Not geht es, aber wirklich noch damit großartig was machen, ist nicht mehr. Habe ich gerade eben hier mit einem Video gemerkt. Ich hatte eben das Video schon mal gemacht, aber da hat er sich aufgehangen. Nimmt er jetzt noch auf? Ja, er nimmt noch auf. Gut. Und bei dem Fujitsu Board hier habe ich ein Problem gehabt. Ich hatte keinen Kühler mehr. Und ich hatte ja mal eine Wasserkühlung. Die habe ich auch mal gezeigt gehabt. Ich weiß nicht, ob das Video noch online ist. Da fehlt mir der Montagerahmen. Dass ich diese Pumpe mit Kühler, ist ja eine Einheit, aufs Board kriege, auf den Sockel. Fehlte mir. Ihr seht hier, glaube ich, oben schon Pentium 4 Kühler. Ich habe aus dem Pentium 4, den habe ich ja auch noch stehen. Den wollte ich nur wirklich nicht nehmen, weil das ist wirklich ein Haarföhn. Das ist ein Heizlüfter, sagen wir es mal so. Aber da war so ein Kühler drinne, nicht genau der, aber so ein ähnlicher. Und der sieht so aus, ist so ein Klotz, der von der Seite ist, aber Alu, nicht Kupfer, aber mit Heatpipes. Der ist aber unten drunter mit so einem Kreuz. Ein bisschen ähnlich. Der hat so gerade eben, war das passend. Nicht ganz, aber so gerade eben. Er muss sich noch was dran rumgurken, wie Grut es gerne sagt. Zwei Löcher habe ich aufgebohrt auf 8 mm und zwei Löcher habe ich neu gebohrt. Ein bisschen versetzt. Und dann habe ich den mit M3-Schrauben und Unterlegscheiben halbwegs gerade draufgeschraubt. Da ist keine Feder, nichts dran. Der ist direkt hart draufgeschraubt. Auch nicht so doll, dass er da irgendwie sich verbiegt, aber so, dass er was macht. So, jetzt hoffe ich, dass das hier noch im Hintergrund ist. Ja, die Temperaturen sind auch relativ okay. Er ist relativ gleichmäßig. Das ist wichtig, sonst sitzt der Kühler ja nicht gerade drauf. Was das hier bedeuten soll, weiß ich nicht. Core Distance to TJ Max. Keine Ahnung. Vielleicht kann er noch genau noch so viel Temperaturen ab. Ich weiß es nicht. Der läuft hier auch irgendwie im Turbo, bla bla bla, und hast du nicht gesehen. Das BIOS ist auch der letzte Dreck. Ja, den muss ich dann so zurechtgurken, dass das hier hinhaut. Und hier in dem Stream hat ja noch jemand geschrieben, das ist ja AM3 Dreck und Asus ist eh doof und Du, unter dem Video, da steht eine Adresse, da kannst du mir gerne Hardware zuschicken, die besser ist. Das kannst du gerne tun, habe ich kein Problem mit. Nehme ich gerne an, kein Problem. Aber nicht rummeckern hier, wenn man, wenn ich nichts anderes habe, habe ich nichts anderes. Ganz einfach. Und ich habe mir jetzt schon ein neues Board besorgt. Oder organisiert, sagen wir es mal so. Es kommt jetzt die nächsten ein, zwei Wochen hier an. Habe ich Geld für hingelegt, nicht gerade wenig. Nützt ja nichts, aber lieber von da weiß ich, dass das funktioniert von demjenigen, als aus eBay,
wo ich vielleicht nur die Hälfte bezahlt hätte und dann vielleicht auch ein defektes Board kriege. Weiß ich ja nicht. Das Board ist jetzt auch nicht gerade das überragende. Das ist zwar ein Gigabyte, ist aber auch nicht überragend. Das ist, glaube ich, auch mit dem PC Express irgendwie so ganz komisch gewesen. Weiß ich nicht. Muss ich schauen. Ich hatte in die Bedienungsanleitung reingeguckt von dem Board. Ich meine, das ging aber so, wie ich es brauche. Bis auf Parallel geht nicht, dann das hat es nicht. Aber da habe ich ja die Parallelkarte. Aber da, bis dahin muss ich jetzt erstmal mit dem Ding hier arbeiten. Und zur Not hätte ich ja noch, wenn das Ding hier nicht hingehauen hätte, noch von meinem Sofa den Laptop. Aber gefühlt ist der noch mal halb so langsam wie der hier. Da geht dann Videobearbeitung gar nicht mehr drauf. Ich habe es mal probiert. Also ein 10-Minuten-Video braucht dann mindestens 2, 2,5 Stunden, bis das mal gerendert ist. Und das ist mir wirklich viel zu lang. Ja, das wollte ich euch als Update geben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, was nämlich gleich noch kommt.